Nee, ich baue mal ein Bett. Mhm. Hast du gerade nachgeladen? Hinter dir, hinter dir sind zwei Namen, hinter dir sind zwei Namen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Together Minecraft. Mit dem Marcel. Wir sind weiter auf der Suche nach Creepy Creepy Creepern. Und eigentlich könnten wir jetzt schon eine amerikanische Waffenbox bauen. Um zu sehen, wie viel Schwarzpulver wir brauchen für eine gute, starke Waffe. Ja, und der eine meinte auch, wir sollen nicht Bazooka, sondern ich glaube Panzerfaust. Das eine ist billiger, aber genauso gut. Ja, aber bei der Panzerfaust verliert man immer alles, wenn man einmal schießt. Ne? Genau, ja, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unpraktisch. Gerade in so Situationen, wenn man dann wegrennen möchte und du rennst gerade voll weit weg. Oder bist du es überhaupt? Ja, das bist du. Ja, ich renne hier durch die Gegend gerade. Ich will einfach. Ja, ich wollte gerade halt eine Waffenbox bauen. Ich dachte, du beschützt mich, wenn ich das mache. Ja, natürlich. Hier, ich hau dich sogar. Okay. So, ich muss jetzt halt erstmal eine Workbench hinbauen, weil du allein gesammelt hast. Gut, Waffenbox ging ja so. Brauchst du nochmal ein Eisenschwert? Brauchst du nochmal irgendwas? Nö, brauche ich gerade nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sieht die amerikanische Flinte? Hä, das ist jetzt die britische. Nee, wir wollten die amerikanische jetzt, ne? Hey, wie ging denn nochmal die amerikanische? Du hast doch eben so gesagt, du googelst, du Affe. Ja, es ist ja gut. Platz, halt stell auf und wir gucken, was wir was halt wir die machen. Fresse, du dummes Stück. Die Thompson sieht ganz nett aus. Wobei, die Bar, die ist dann bestimmt richtig krass vom Schaden her, den die macht. Warte, schätze kurz. Ich mal. Weil also, die Bar, die schießt schnell hintereinander und macht bestimmt ein bisschen mehr Schaden. M1-Karabiner ist bestimmt so eine Single-Shot-Waffe. Ich könnte mir vorstellen, dass die, ja, die mehr... Ist Achso, dass die wenigstens präzise ist. Die Springfield ist ja, aber Sniper. Du musst dann auch erstmal treffen mit dem M1-Karabiner, ne? Und also ich würde sagen, die Thompson. Ja, ich glaube aber die Bar, die macht richtig fett Schaden. Weil die Thompson, die könnte eigentlich genauso low sein wie die Stan, weißt du? Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die Bar, die macht richtig fett Schaden. Nur gut, für die hätten wir halt leider nicht die Rohstoffe, weil wir haben nicht das Rohholz. Das bräuchten wir. Das ist ja kein Problem. Hast du die gerade abgebaut, die Waffenbox? Ja, ich habe beides abgebaut. Okay. Wir bräuchten ja, also, Rohholz, ja. Genau, wir bräuchten Rohholz und halt noch mehr Schwarzpulver, damit jeder von uns ein Magazin bekommt. Ich will mich mal hier in den Kies buddeln. Ach, hier warst du auch schon überall. Ah nee, von da kommen wir. Oh Gott. Ich blick hier echt immer durch. Ja, das ist aber auch echt scheiße, dass hier, dass wir keine Creeper finden. Ja, das ist richtiger Mist. Aber Diamanten haben wir auch noch keine gefunden, ne? Nee, ja, aber da haben wir auch noch nicht richtig nachgesucht. Aber vielleicht finden wir ja hier auf der anderen Seite noch irgendwas. Ich bezweifle es, aber man weiß ja nie. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal... Also von der Thompson könnte halt jeder von uns eine Waffe bekommen. Das wäre jetzt der Vorteil. Ja, ich würde die Thompson mitnehmen, fertig. Also jeder von uns eine Thompson und dann erstmal so rausgehen, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, wo du bist. Ich habe mich gerade voll... Ach, hier runter war das ja, dann? Ja, einfach zurücklaufen. Ich sehe dich vom Namen her, genau. Okay. Ja gut, dann stell die Waffenbox doch nochmal hin und dann macht sich jetzt jeder... Wir haben immer noch kein Holz für die Thompson. Für die Thompson braucht... Ah, für die braucht man auch Holz. Scheiße. Okay, und so wie ich diese wundervolle Mod kenne, wird es nicht mit den Dschungelbäumen gehen, weil die dieses Holz nicht kennt. Und die will dann das normale Holz. Ja, aber finden wir auch schnell. Was, haben wir eine Axt? Nee. Warte, ich mach kurz Dann stell mal auf und dann macht sich jeder von uns, ich weiß nicht, eine Eisenaxt wäre ein bisschen verschwenderisch, aber eine Steinaxt auf jeden Fall, damit es einigermaßen schnell geht mit dem Abbauen. Sonst braucht man da zu lange. Okay, kann ich mitnehmen? Warte bitte noch. Ich bin ein bisschen langsam. Dann nimm du mit. Ja, dann nehme ich sie gleich mit. Weil ich will mir auch noch den Bogen ausrüsten. Warte, ich würde ja nochmal eine Dingens machen hier. Zack, Pilzsuppe. Ach, warte, davon kriege ich auch nochmal mit. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, eine Axt. Ich habe so lange kein Minecraft-PvP mehr gespielt. Ich bin richtig raus. Ich glaube, wir sind mittendrin. Nee, da ist die Twilight Lich. Wir können von hier einfach rausrennen. Okay, ich lasse die Box einfach stehen, okay? Komm mit hier raus. In die Richtung müssen wir. So, und schon sind wir draußen. Hier sind schon normale Bäume. Sehr schön, dann nehmen wir die gerade mit. Und immer schön sneaken. Oh, ich habe gar keinen Platz dafür. Wow, hier ist ein Stumpf gewesen. Warte, ich nehme das, ich nehme alles. Nicht, ich nehme es auch. Es ist effizienter, wenn wir beide das nehmen.
Dann kann sich jeder von uns schon eine Waffe leisten. Und parallel bitte mal nach Äpfeln gucken, weil wir Gold haben wir auch noch ein bisschen. Ja, das stimmt, aber dazu müssen wir die ganzen Bäume abholzen. Das könnte ein bisschen dauern. Digga, was willst du von mir, du scheiß Dreckszombie? So, wenn du die hinstellst, könnte ich mir eine Waffe machen. Ja, lass, ich würde in die Base gehen, um ehrlich zu sein. Und dort erst eine Waffe craften. Was ist, wenn wir auf dem Weg zur Base Gegner sehen? Was ist, wenn wir jetzt eine Waffe... Ja, gut. Ja, aber... Ich würde sie jetzt schnell craften. Komm, ich gebe dir da ein Schwarzpulver. Also, das war die... Thompson, ne? Ich hab nicht genug Holz. Ich kann dir gleich was geben. Ja, ich nehme, ich hab mir schon. Ich hab 7 Holz, komm. Gib dir. Hier sind 7 Holz, bitte. Nimm's dir, mein Tiger. Toll, jetzt habe ich hier 2 gecraftet, aber kann sie nicht nutzen. Du hast gecraftetes Holz, oder wie? Nee, warte, hier, jetzt hab ich sie. So, nicht erschrecken. Gut, und ich könnte mir noch, so soll ich mir noch ein Magazin machen? Ja, oder mach, soll ich mach dir ein zweites aufheben. Magazin. Ich kümmere mich um die Zombies, komm, mach du dir ein zweites Magazin. Okay, okay. Okay. So, dann habe ich 2 Magazine. Okay, jetzt Richtung Base, dann das okay. Ding mal in die Safe, in die Stings packen. Oh, warte, ich kann nicht mitnehmen, ich muss... Oh, lol. Oh. Ich hab's aufgesammelt, glaube ich, ja. Okay, dann lass mal Richtung Base laufen jetzt, weil dann können wir... Also, auf dem Weg dahin können wir uns erstens verteidigen und zweitens können wir die Sachen dann endlich mal wegpacken und wenn wir dann einkommen, verlieren wir sie nicht wieder. Und wir müssen uns echt was überlegen mit dem erstmal mit den Pilzsuppen. Das ist so super nervig draußen in einem Kampf oder so, wenn du dann erstmal Pilzsuppen craften musst. Wir können ja auf dem Weg hier ein bisschen was mitnehmen. Ja, gute Idee. Hier, guck mal, hier links ist schon ein Schwein. Und falls wir nochmal eine geile Höhle finden, würde ich fast sagen, gehen wir da nochmal rein. Definitiv, oh ja, ohne... Du hast das Fleisch nicht mit... Ja, was soll ich denn... Hier die Strings, die Augen, alles wegpacken. Oh Gott. Und ich würde sagen, wir springen mal nicht so viel, sonst muss ich gleich ganz viel essen. Scheiß Eichhörnchen. Hat dich das angegriffen? Nö. Du hast aber nämlich Schaden bekommen. Nee, hab ich nicht. Okay, ich hab Schaden gehört. Schon wieder. Ja, der Hit, ne, ich hab ihn gehittet, das hört sich nur so scheiße an. What the fuck? Links von uns ist, glaube ich, dieses Centaur. Ah, nee, links von uns ist die Base, lol. Da ist die, der Spawn. Die laufen in die komplett falsche Richtung, ne? Nein. Doch. Unsere Base ist... Da hinten. Ja. Genau. With Fire and Rights, was ist das? Keine Ahnung. Musst du diesem Achievement-Ding nachschauen, kurz. Durch. Craft a Magic Map, Focus with a Raven's Feather, Glowstone, Dust and Torchberries. Okay, die kennen sich anscheinend mit dem Mod ein bisschen aus. Ja, wartest du kurz, ich muss ein paar Suppen craften. Au, mich greift was an. Ein Gegner. Nee. Zombie. Wo bist du? Hier, vor dir. Okay. Also. Die Map müssen wir uns nochmal merken. Wie heißt die Map? With Fire It Rides. Weil vielleicht ist die Map ja echt gut und wir können die für uns irgendwie für irgendwas nutzen. Das weil könnte ich, sein, ja. Ich kenne die echt nicht. Das sind nur Schafe, die droppen nichts zu essen. Die droppen nichts zu essen. Was ist mit Wolle für Betten? Für ein Bett? Oh, war das knapp! Dass wir endlich in der Base spawnen, Marcel? Ja, was hältst du davon? Pass auf, hier ist nur ein Block, wo du drauf landen kannst. Alles klar. Nee, ich laufe jetzt dann mal Richtung Base, ne? Also hier lang, immer geradeaus. Nimm den Hirsch noch mit. Hoffe, dass hier irgendwo Gegner sind, sonst immer Ja, dann ist das halt so. Weil ich habe jetzt auch einen Bogen mit 3 Pfeilen. Hast du auch einen Bogen? Nee, ich habe auch alles, was dafür gebraucht wird, weggeschmissen. Okay. Weil ich einfach keinen Inventarplatz hatte. Ja, verständlich. Aber wäre gar nicht so doof, weil das geht immer noch schneller. Ja, es geht halt immer noch schneller, als jetzt Reaver zu farmen, ne? Das stimmt, ja. Wenn du so einen Power 5 Bogen hast, ist das, glaube ich, schon ziemlich OP. Dann bräuchten wir halt auch echt mal Diamanten und enchantete Rüstung. Ich glaube, da links scheint eine ganz coole Höhle zu sein. Warte. Wo ist links? Wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Sollen wir da reingehen? Sag mal kurz ruhig. Sag mal kurz auf. Ich esse jetzt gerade mal was. Darf ich? Ja. Hier ist eine Höhle. Soll ich einfach runterspringen? Nicht, dass du stirbst. Weil voll viele Mobs und so. Und denk immer daran, niemals Rechtsklick mit der Waffe machen, außer auf Gegner. Warte. Ist hier irgendwas? Die Torchberries nehme ich mal mit. Digga, ich pack dieses Alten. Habe ich die Torchberries nicht? Nein. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was die bringen sollen. Ja, ich habe das Gefühl, die sind ganz gut für diese Map. Hier ist eine ausgeleuchtete Höhle. Ja, vielleicht waren wir da schon drin. Nee, hier glaube ich nicht. Ach Quatsch, hier ist ja gleich unsere Base, Marcel. Wir sind schon bei unserer Base. Hier ist doch irgendwo unser Basebaum. Guck doch mal auf die Map. Hast du den Waypoint von dem Baum? Ja, komm mit. Wir sind ja schon da. Das ist doch der hier vorne, ne? Ja, das ist er. Dann waren doch wir das. Krass. Es ist alles gelootet. What the fuck, haben wir das so gelassen? Ja.
Machst du zu? Ja. Hatten wir uns hier. Ja, wir hatten uns hier so lange gebaut, okay. Ich erinnere mich. Und du hattest die mit Cobblestone, glaube ich, zugemacht, die Kiste. Nee, ich weiß mit nicht mehr, Smoothstone. Wo die war. Ich weiß nicht wieder, wo die war. Ich weiß es auch nicht mehr. Sollen wir eine neue machen? Hab sie. Sehr gut versteckt. Aber besser als nix. Ja, erstmal den ganzen Crap loswerden jetzt. Ja, das ja aber weg. Gold haben wir richtig weg. Viel das mittlerweile. Ja, ich habe ja auch nochmal 11 Dinger hingepackt. Ja. Wo sind unsere Oven? Da sind unsere Oven. Dann packen wir doch mal hier ein paar rein und 27 Eisen. Dann das Gold. Pack mal das Gold in den linken Ofen, bitte. Und Fleisch. Ich hab's in die Kiste getan. Na, hol's mal raus. Fleisch dann bitte auf Fleisch pack ich hin. Nach rechts, bitte. Fleisch nach rechts. Fleisch ist jetzt links. Ja, warte. Dann mach rechts das Gold rein. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Okay. So, können wir uns jetzt schon ein Bett bauen? Wir haben die Wolle hier. Nee, uns fehlt noch ein... Nee, ich baue mal ein Bett. Mhm. Hast du gerade nachgeladen? Hinter dir sind zwei Namen. Wir sind gefickt. Lass mal den Baum raufklettern, aber gesneakt. Es ist Folgenende. Wir dürfen jetzt nicht disconnecten. Wir disconnecten erst, wenn alle weg sind, okay? Warte, Gugu muss noch rausgehen, dann können wir disconnecten. Waren das Gugu seligen Dingens? Ja, das waren grüne Namen. Ja. Waren das nicht die uns auch vorher schon angegriffen hatten? Ja, das sind die ganze Zeit schon unterwegs sein. Nein, ich glaube, wir haben vorhin gegen... Ich weiß es nicht. Aber wir haben Waffen und die haben auch keine Waffen, also kein Magazin. Doch, und die so. Haben Waffen. Die haben eben nachgeladen. Die haben eben ihre Waffe geladen. So, okay, raus. Warte, aber erst hier oben. Erst hier. Nicht, so. Dass du connectest und dann runterfällst von den Jahren. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Fuh, la, 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 la.